Ich habe gleich mal eine Frage. Wenn ich hier Wall-App lese, frage ich mich, kann ich hier irgendwas mit dem Handy steuern, was die Bilder angeht, und dann wechselt sich das, oder wie funktioniert das? Nee, es ist leider nichts fürs Handy, aber das, was andere am Handy haben, haben wir an der Wand. Okay. Was genau habe ich denn hier an der Wand? Also ich sehe hier Kronkorken, ich sehe Tassen. Wo kommen da die Ideen her? Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn des Wall-Apps ist das, dass wir die Leidenschaft oder das Hobby oder die Erinnerungen, die jemand hat, die vielleicht im Keller liegen, irgendwo in einem Karton verstaubt sind, an die Wand bringen können.